sahen die Trainer die Leistung ihrer Teams. Absolut verdienter Sieg gegen den FC Köln, Frankfurts Trainer Adi Hütter. Picture Alliance Eintracht Frankfurt, AFC Köln 2:0, 0:0 Tim Adi Hütter, Trainer Eintracht Frankfurt. Es war ein absolut verdienter Sieg, wir waren die klar Besten. Was mich besonders freut, ist, dass wir kein Gegentor bekommen haben. Es war nicht alles Gold, was geglänzt. Wir haben zum Beispiel zu lange gebraucht, um ins Spiel zu kommen. Das dürfen wir uns gegen die Bayern nächste Woche nicht. Punkt. Markus Gisdol, Trainer 1. FC Köln. Wenn man das gesamte Spiel sieht, geht der Sieg für Frankfurt sicher in Ordnung. Wenn wir es einen Tick besser gemacht hätten, wäre aber durchaus ein Punkt möglich gewesen. Wir haben die Angriffe nicht gut zu Ende gespielt und hatten kaum Abschlüsse. Es war eine gute Abwehrleistung, aber im Umschaltspiel hatten wir nicht die Konsequenz der letzten Spiele. 1. FC Union Berlin, FC Schalke 04 0:0 Tim Urs Fischer, Trainer Union Berlin. Wenn man sieht, wie viel Aufwand wir betrieben haben, wie viele gute Chancen wir hatten, aber im Moment will der Ball nicht über die Linie. In der zweiten Halbzeit waren wir dominant, aber du musst Tore erzielen, um Spiele zu. Christian Groß, Trainer Schalke 04. Es war das erwartet umkämpfte Spiel. Wir hatten Vorteile in der ersten Halbzeit, danach haben wir etwas nachgegeben. Wir brauchen natürlich Punkte. Einer ist einer, aber in Zukunft brauchen wir das ganze Paket. Wir müssen auf den letzten 20 Metern entschlossener spielen. Borussia Dortmund, TSG Hoffenheim 2:2, 1:1, Edin Terzic, Trainer Borussia Dortmund. Wir sind natürlich nicht glücklich, dass wir zu Hause nicht gewonnen haben. Wir sind ordentlich ins Spiel gekommen, hatten beim 1:0 noch gute Chancen. Wir haben dann zu viele Konter zugelassen, sind aber mit dem 2:2 noch einmal zurück. Wir werden weiter hart arbeiten. Die Anzahl unserer individuellen Abwehrfehler ist, das ist es nicht einfach, komplett stabil zu sein. Sebastian Hoeneß, Trainer TSG Hoffenheim. Ich denke, dass wir ein intensives und emotionales Spiel gesehen haben. Wir haben sofort dokumentiert, was wir hier vorhaben, die Kette der Dortmunder zu attackieren. Natürlich hat aber auch der BVB seine individuelle Klasse. Nach dem Rückstand sind wir noch klarer geworden. Leider haben wir es nicht geschafft, die Führung gegen den anrennenden Gegner zu verteidigen. Das war bitter. VfB Stuttgart, Hertha BSC 1:1, 1:0, Pellegrino Matarazzo, Trainer VfB Stuttgart. Wir haben eine sehr gute erste Halbzeit gespielt. Wir haben den Gegner nicht ins Spiel kommen lassen und sind verdient in Führung gegangen. Nach einer Stunde gab es einen Bruch. Wir haben Hertha mit ein, zwei Fehlbissen aufgebaut und unser Spiel zu wenig nach vorn. Ein später Gegentreffer ist immer frustrierend, aber das war okay. Den Punkt nehmen. Wir haben Hertha auf Abstand gehalten. Bel Dardai, Trainer Hertha BSC, nach dieser erschreckend schwachen ersten Halbzeit war der Punkt. Das bringt uns immer weiter. Wir haben die erste Halbzeit verschenkt. Da waren wir mit den Wechseln, wurde es besser. Sami Khedira, die Redaktion, hat uns gut getan. Das brauchen wir, was er ausstrahlt. Und Luka Netz ist ein guter, fleißiger Junge. Bayer Leverkusen, FSV Mainz 05 2:2, 1:0, Peter Boos, Trainer Bayer Leverkusen. Ich habe zwei gleiche Halbzeiten gesehen, zweimal schlecht von uns. Ich bin sehr sauer. Es ist völlig normal, dass wir das Spiel hier nicht. Wir dürfen das Spiel mit unserer Erfahrung jemals aus der Hand geben. Wenn man 2:0 führt und schlecht spielt, dann muss man. Mainz hat es gut gemacht, und sie sind zu Recht zurückgekommen. Boos Wansson, Trainer FSV Mainz 05. Wir haben ein Spiel mit zwei sehr unterschiedlichen Halbzeiten. In der ersten Halbzeit hatte Leverkusen die gefährlicheren Aktionen. In der zweiten Halbzeit waren wir die bessere Mannschaft, müssen früher das 1:1 machen. Wir bekommen dann den Nackenschlag und kommen dann zurück. Ich bin sehr stolz auf die Jungs. Werder Bremen, SC Freiburg 0:0 Florian Kohfeldt, Trainer Werder Bremen. Ich glaube, es war ein absolutes Okay. Der Punkt geht in Ordnung gegen den Tabellenachten. Ich bin mit dem Ergebnis zwar nicht ganz zufrieden, mit der Art und Weise aber weitgehend schon. Es war eine sehr stabile Leistung, auf der wir weiter aufbauen können. Wir dürfen uns aber nicht zurücklegen. Christian Streich, Trainer SC Freiburg. Es war extrem schwierig, gegen das 5-3-2-System von Werder zu spielen. Im zweiten Abschnitt können wir das Spiel auch gewinnen mit unseren Chancen. Aber insgesamt müssen wir zufrieden sein mit dem Punkt. RB Leipzig, FC Augsburg 2:0, 2:1, Julian Nagelsmann, Trainer RB Leipzig. Wir haben es sehr gut gemacht. Am Ende war es viel zu spannend, das
das Gegentor ärgert mich ein bisschen. Zum Schluss waren wir nach dem Anschlusstreffer von Augsburg viel in Überzahl, haben aber zu locker abgeschlossen. Insgesamt bin ich schon zufrieden. Heiko Herrlich, Trainer FC Augsburg: Wir haben alles versucht nach dem Rückstand. Es ist schade, dass wir zum dritten Mal mit leeren Händen dastehen gegen Leipzig. Nach zwei umstrittenen Toren für Leipzig haben wir super dagegen gehalten. Man muss die Leistung von Leipzig anerkennen, das ist eine Doppel. Wir haben alles versucht. Aufgebäumt. Leidenschaftlich dagegen gehalten. Moral gezeigt. Punkt. Zusammengestellt vom SIT-Spieltagsbilder. 21. Spieltag 2020/21.